habe jetzt ein Stück. Das ist darüber, wie scheiße die Sünde ist und was der Weg heraus ist. Ich habe in diesem kleinen Lied versucht, die Weisheiten von 20.000 Jahren Religion und Philosophiegeschichte in einen kleinen Refrain zu packen. In vielen Städten überall auf der Welt, ihr wisst ja vielleicht, dass ich in diesem Jahr das erste Mal auf Tour war und bis nach Mailand gekommen bin und Turin. Und selbst dort haben diese armen Menschen mitgesungen. Und das steht natürlich jedem frei. Ich sag euch jetzt mal, wie der Refrain geht, was die kleine Botschaft dieses Liedchens ist. Die sozusagen, die, wie sagen wir denn, das Grundaxiom besteht also darin, dass wir alle einen kleinen Sprung in der Schüssel haben. Muss nicht jeder unterschreiben, aber wer unterschreiben möchte, weiß, wovon ich spreche. Und diese eine Schraube locker, ja, wenn das besser trifft. Und mancher kennt das vielleicht. Ich habe diese Schraube locker, ich versuche sie festzuziehen, aber es gelingt mir nicht. Oder ich kriege sie fest, aber eine andere wird locker und hin und her. Großes Problem, nur der Herr kann da helfen. Deswegen heißt dieses Stück Lord must fix my soul. Ja, das ist ja schon jemand, der sicher schon seinen Adventskalender am 10. Dezember alle hat. Aber du hast recht, genauso soll es nämlich passieren. Wie macht der Herr das? Er turn the shit into. Er verwandelt das Unedle ins Edle. Die Scheiße in Gold, das ist Alchemie, das ist Esoterik, das ist überkonfessionell. Jeder kann da sicherlich was mit anfangen. Und der ganze Refrain geht dann also. Manche vergessen das immer gerne mit der zweiten, in der letzten Zeile sozusagen, heißt es Please fix my soul, weil wenn es um sowas Wichtiges geht wie die Rettung der eigenen Seele, kann man schon mal bitte schön sagen. Das ist nicht zu viel verlangt. Okay, ich singe euch jetzt immer aus der Tiefe der Deadhouse Experience ein paar Strophen darüber, wie schlimm das ist mit der Sünde. Und den Refrain können wir dann, wenn ihr möchtet, zusammen singen. Ich muss ja eh, deswegen ist mir das wurscht. Ich fange mal an mit der Sünde, die ist jetzt sozusagen für die Jungs hier vor allem interessant. Das ist ja ein starker Männeranteil, das ist mir egal. Aber es geht darum, dass, also was ist Sünde? Ne? Manche denken, ja, da kräuselt sich das innerlich schon, ich weiß das. Und ich, Sünde, was ist das für ein Scheißkonzept, Sünde? Sünde, sag ich mal einfach, ist, was euch nicht gut tut und anderen. Das ist schon mal nicht gut, das ist Sünde. Zum Beispiel, wenn ihr Frauen schlecht behandelt. Sieht jeder ein. Und, das da hinzukommt, ich meine, Scheiße bauen ist das eine, aber die Art von Scheiße, die ihr hinterher bitterlich bereut. Ja, mancher kennt das. Mancher hat schon mal bereut hier vielleicht, ja. Ihr seid alle jung, aber trotzdem. Ich weiß, wovon ich spreche. Und Damen und Herren, wir müssen Frauen gut behandeln, sonst ist das hinterher. Also Herren, Jungs, das ist wichtig, sonst geht euch das so. I love Molly Louie, well I stepped her with my Bowie. Lord must fix my soul. Einige den Groschen schon fallen gehört. Ich komme jetzt sozusagen nochmal, was man Frauen nicht antun, also eine spezielle Sorte von Frauen, und das geht jetzt sozusagen auch für die Damen selbst. Bleibt noch eben, weil es geht darum, dass wir Mütter gut behandeln sollen. Und jeder hat ja eine, und das ist gut, wenn wir unsere Mütter gut behandeln, und schlecht, wenn wir sie schlecht behandeln. Und, wir bereuen das hinterher bitterlich, und dann geht uns das so. My mama taught me the Bible, well I shot her with my rifle. Lord must fix my soul. My mama taught me the Bible, well I shot her with my rifle. Lord, please fix my soul. Lord must fix my soul, turn the shit into gold. Lord,
das brandet hier ja an und geht wahrscheinlich bis auf die ganzen, also bis auf die andere Seite von Delmenhorst. Ja, super. Gut, machen wir weiter so vielleicht. Also was auch nicht gut ist, also Frauen und Mütter ist klar, Tiere. Tiere nicht gut zu behandeln. Tiere, Schildkröten, Kaninchen, Eisbär, was auch immer. Keine Ahnung. Also, weil das ist Sünde, macht es nicht, behandelt Tiere bitte gut. Ja, ich weiß, es ist alles sehr moralisch, aber es ist einfach das, was die Dead House Experience euch zu sagen hat. Und behandelt Tiere gut, sonst geht euch das hinterher so. I've got a dog named Louis, well I turned him into Shop Suey. Lord must fix my soul. Noch nicht mitsingen und ich verneige mich vor euch, weil wenn ich da stehen würde, würde ich wahrscheinlich nicht mitsingen. Ich bin nicht der Typ dafür. Ich würde so, würde jetzt wahrscheinlich da beim Tresen stehen. Steht jemand da beim Tresen extra wegen dem Stück, um nicht mitzusingen? Ich kann da mitfühlen. Das ist okay, weil wenn alle mitsingen würden, was wären wir dann? Eine faschistische Massenbewegung vielleicht oder sowas? Also eher die, die nicht mitsingen. Andererseits, jetzt ist natürlich nochmal die letzte Chance, eine Strophe habe ich noch und ich habe jetzt zu Hause waschkörbeweise Briefe von Leuten, die mitgesungen haben und hat ihnen super geholfen, zumindest für den Abend. Oder sie sind auch trinken gewesen, am nächsten Morgen keine Probleme gehabt, weil das einfach gute Seelenarbeit ist, die ihr da leistet. Ja? Und wenn ihr nicht mitsingen wollt, könnt ihr euch immer noch ein T-Shirt kaufen, wo Lord Must Fix My Soul drin steht. Wenn ihr das nicht tragen wollt, verschenkt es weiter. All das hilft euch. Und Delmenhorst. So, die letzte Sünde, die ich euch mitgebracht habe, Leute, das ist die aller schlimmste. Die Sünde gegen sich selbst. Ich spreche hier von Drogen, Alkohol und dem ganzen Scheiß, ja. Leute, lasst das sein. Prost! Das war Tillmann. Ist jetzt auf der Aufnahme drauf, Tillmann, dein Prost. Der nimmt die Sachen gar nicht ernst, merkst du das? Deine Seele, ja, deine Seele. Hoffentlich singst du dann gleich besonders laut mit, da kannst du es ausgleichen. Jedenfalls. Leute, wenn ihr glaubt, dass ihr mit Drogen mal was anfangen könnt und so, lasst es lieber sein. Wenn ihr da irgendwie denkt, lecker, mach ich. Nein, probiert es gar nicht erst aus. Wenn ihr schon probiert habt und denkt, super Weg und so, hey, fühle mich so gut, lasst es sein. Es ist nicht der Weg, sonst werdet ihr bitter bereuen und hinterher geht euch das nämlich so, spätestens wenn es alle ist. If I can't afford the cocaine, I shoot gasoline in my vein. Lock must fix my soul.